Wunderschönen guten Tag. Willkommen bei Benzoase, Flora und Fauna. Heute hier mit Peter Fox T-Shirt am Start. Da war ich auch auf dem Konzert in Oberhausen damals. War mega cool, die Bühne. Der Vorhang erhebt sich. Grüne Gorilla-Augen und eine Gorilla-Kopf-Silhouette starren einen an. Mega Feeling, richtig toll, der Stadtaffe. In einer Stadt voller Affen bin ich der King, weil ich mit schiefer Grimasse für die Massen sing. Das heutige Thema hier, Calathea. Fragt mich nicht nach den einzelnen Namen von dieser Calathea, dieser Calathea, dieser Calathea, dieser Calathea oder wer hätte das gedacht, diese Calathea. Ich habe keine Ahnung. Calathea, weiß ich, umfasste früher mal irgendwie 300 Arten. Mittlerweile wurden die aufgesplittet in weitere Pflanzen. Das sind auf jeden Fall Calatheas und die umfassen mittlerweile 60 Arten. Ich wurde da so richtig angefixt von einer Bekannten von mir, die mir nämlich diese Calathea hier gegeben hat zur Pflege. Wie man sieht, habe ich das ganz gut hingekriegt. Die Bekannte von mir hat sich nicht mehr gemeldet, deswegen verweilt diese Pflanze hier immer noch und wartet auf ihre Abholung. Aber so lange lässt sie sich hier selbstverständlich gut gehen in Bens Oase. Jawohl, dann wollen wir mal beginnen. Die hier kommt erstmal in Sicherheit, weil mit der muss man nichts machen. Ich stelle sie mal hier schön dekorativ an die Seite. Das sieht auch schön aus fürs Calathea-Video. Ja, die hier, die ist nicht so fit. Sieht auch nicht so fit aus. Die auch nicht, die auch nicht. Also im Endeffekt, die einzige, die noch so ein bisschen stabil ist, ist die. Aber das wollen wir jetzt hier in Angriff nehmen, damit die auf jeden Fall wachsen und gedeihen und hier richtig schick werden. Also ich hatte die halt hier bisher immer stehen. Ja, okay, die topfe ich auch mal um, die sieht auch nicht so fresh aus, ist aber keine Calathea, das ist, glaube ich, ein Fettkraut oder so nennt man das. Ja, aber machen wir erstmal die Calatheas. Fangen wir erstmal an mit, weiß der Geier, mit der, die am beschissensten aussieht, das ist die hier ganz klar. Und dann machen wir das doch mal eine Runde, oder? Hier habe ich auf jeden Fall wunderbare Töpfe vorbereitet. Erstmal mit ein paar Untersetzern. Hat sich auch alles noch in meinem Sortiment. Muss man nichts Neues kaufen. So, 1, 2, 3, 4. Und noch zwei kleine für den und für noch eine weitere Pflanze. Aber machen wir erstmal eins nacheinander. Die kommen jetzt erstmal wieder weg. Die müssen warten. Die hier, die ist jetzt an der Reihe. Tatsächlich wird die relativ häufig von mir gegossen, weil ich halt weiß, dass Calathea, ich vergleiche das halt immer so ein bisschen mit Agaven, dazu zähle ich schon fast Yuccas und Drachenbäume, weil die benötigen halt nicht so viel Wasser. Agaven sind relativ nah dran an Kakteen, meiner Denkweise nach. Vielleicht würde mich jetzt ein Biologe hier irgendwie dafür ohrfeigen und sagen, was für ein Schwachsinn, aber ich finde halt, es gibt halt Pflanzen, die benötigen gerne viel Wasser. Es gibt Pflanzen, die stehen gerne etwas feucht. Es gibt Pflanzen, die sehen gerne kein Wasser als viel Wasser. Und die schätze ich halt so ein, also die muss man jetzt nicht ertränken wie so eine Moorpflanze oder so, aber die hat schon ganz gerne ein bisschen mehr. Also die ist halt gerne so ein bisschen feucht. Und wenn man das weiß, kann man die natürlich viel besser umpflegen. Ob das jetzt für alle Calathea-Arten gilt, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe jetzt nur Erfahrung mit diesen 5 Exemplaren. Aber bisher mache ich das, glaube ich, ganz gut. So schlecht kann es der Pflanze nicht gegangen sein, weil ich habe hier gerade was entdeckt, was ich echt cool finde. Und zwar bildet die hier einen neuen, ja wie soll man es denn, Scheinstamm aus. Finde ich echt cool, beeindruckend. Das sieht echt gut aus. Die Pflanze nennt sich auch Gebetspflanze. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie gegen Abend ihre Hände schließt. Keine Ahnung, wie so eine betende Hand. Ist nur eine Vermutung.
Diese Calathea zeigt einem eigentlich ganz klar, einen Tag vorher, ey, ich brauche jetzt Wasser. Weil dann fängt das nämlich an, dass die es komplett so absackt. Wenn die dann gegossen wird, steht die am nächsten Tag auf einmal so. Ich werde die jetzt auf jeden Fall an einem sonnigen Fenster platzieren. Und ich denke mal, in ein, zwei Tagen spätestens wird die wieder richtig fit sein. Kandidat Nummer 2. Wenn Pflanzen schon mal in so etwas hier eingepackt sind, dann könnt ihr, meiner Meinung nach, einfach dieses Teil entfernen, weil, soweit ich das weiß, hemmt das ganz schön das Wachstum der Pflanze. Gesundheit. Kandidat Nummer 2 ist auch fertig. Hier sieht man es auch wieder, hier, dass dieses Band hier eingepackt ist und man sieht richtig, das hemmt die Pflanze im Wachstum. Hier versucht sie sich schon ihre Wege zu bahnen. Vielleicht ist das so für Menschen gedacht, die sich Pflanzen kaufen, die klein bleiben sollen. Aber über irgendeine Zeit wird das auf jeden Fall nicht mehr funktionieren. Irgendwann ist die Pflanze dann hinüber. Deswegen entferne ich das ganz gerne, damit sie wachsen kann. Wenn die Pflanze schon nicht draußen stehen kann, in ihrem natürlichen Umfeld, dann soll sie wenigstens die Möglichkeit haben zu wachsen. Also das ist meine Meinung dazu, dem Thema. Weil es ist ja so, es gibt ja diese Kategorie Zimmerpflanzen und eigentlich gibt es ja eigentlich gar keine Zimmerpflanzen, weil alle Zimmerpflanzen haben ja ihre Natur irgendwo mal, oder ihre eigentliche Herkunft ist ja irgendwo draußen. Und das finde ich irgendwie für manche Pflanzen schade, wenn sie drin gehalten werden und dann sogar noch in ihrem Wachstum gehemmt werden. Also klar, bei einem Bonsai kann ich es irgendwo nachvollziehen. Da wird ja auch geguckt, dass der kleinbleibend ist, aber trotzdem wird der ja in seine natürliche Form gepresst. Nur halt in klein. Aber er kann trotzdem Früchte entwickeln, wenn man jetzt zum Beispiel einen Zitrusbaum als Bonsai kreieren möchte. Aber wenn man sowas hier so einsperrt, dann ist das nicht so meins. Also ich habe da keinen Bock drauf, aber vielleicht eher schon. Ich packe hier auch wieder was von der alten Erde nach unten. Das dient mir hier so ein bisschen als Drainage, wenn ich es mal mit dem Gießen übertreiben sollte. Der dritte Kandidat ist somit auch fertig und freut sich in seinem neuen kleinen Zuhause. Was ich zum Beispiel über Calathea bisher lernen konnte, war, dass es manche Arten gibt, die mögen das wirklich, wenn die richtig in der Sonne stehen, wie zum Beispiel diese hier. Die hier, die gerade nicht so gut aussieht, auch, weil die jetzt ein, zwei Tage nicht in dieser Sonne stand. Die anderen beiden, die jetzt hier oben stehen, mit diesen spitzeren Blättern, wie die hier und die hier, sowie auch die hier, bevorzugen es eher im, ich sage jetzt mal, indirekten Sonnenlicht zu stehen. Das heißt, in so Ecken, wo man jetzt lesen kann, aber, also es ist nicht stockduster, aber es ist jetzt auch nicht komplett so hell, dass man teilweise gar nicht weiß, wie man gucken soll beim Lesen oder so. Also das ist immer 50-50 und was man auch sagen muss, Alokasien sowie auch Calathea mögen es überhaupt nicht, wenn man sie ständig immer umstellt. Weil dann sagen die irgendwie, vielleicht ist das bei Menschen so ein bisschen zu vergleichen mit Burnout. Irgendwann sagen die, ich habe die Schnauze voll, ich kann mich hier an der Stelle, wo ich mich hier gerade befinde, nicht etablieren. Ja, und dann war es das. Dann stellt sie erstmal den Wachstum ein und dann geht es halt überhaupt gar nicht mehr weiter. Und dann war es das. So, der
Kandidat ist auch bereit. Dementsprechend haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4. Kalatea erfolgreich umgetopft. Ich kann auch dazu sagen, es gibt unheimlich viele Menschen, die Kalatea sowie Yucca und Drachenbäume und Elefantenfüße und Elefantenohren und Fensterblätter und so weiter kaufen und nicht umtopfen. Das sehe ich ein bisschen so. Also ich nehme mich häufig so wahr, dass wenn ich was gekauft habe, also jetzt eine Pflanze oder irgendwie gekriegt habe fürs Pflanzenhospital, dann ist das mit die erste Sache, die ich tue. Und ich halte mich da auch nicht an irgendwelche Zeiten wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wenn ich meine, es ist soweit, dann topfe ich um. Und ich meine, bei den Zimmerpflanzen ist das ja eh so eine Sache, das funktioniert ganz gut, weil die haben halt nicht irgendwie Regen wie draußen, sondern man entscheidet ja selbst, wann gießt man, wo stellt man sie hin, wann arbeitet man mit dem Zerstäuber, also mit diesem Ding, wo man so drüber sprüht. Stehen die warm, stehen die kalt, stehen die sonnig, stehen die schattig und so weiter und so fort. Und man muss sich halt vorstellen, die Pflanzen, die haben halt meistens einen relativ langen Weg hinter sich oder eine relativ lange Zeit zumindest. Und wenn das der Fall ist, dann sind halt irgendwann diese Nährstoffe, die die Pflanze aus dem Boden aufnimmt, also aus der Blumenerde, aus der Pflanzenerde, aus was auch immer, Ceramis, mineralisches Substrat, was auch immer, sind die Nährstoffe irgendwann aufgebraucht. Okay, Ceramis und mineralisches Substrat ist Schwachsinn, da sind die Nährstoffe nicht aufgelöst. Aber jetzt zum Beispiel bei Erde, irgendwann Schluss. Und irgendwann ist die Erde dann auch so, ja, so trocken und dröge. Das kommt nicht nur unbedingt davon, dass man nicht gießt oder so, sondern das kommt davon, dass einfach die Nährstoffe diesen futsch. Und dann sitzt die Pflanze, so sinnbildlich gesehen, wie auf einem leeren Teller und kann nicht mehr futtern. Und dann kriegt die Wasser, aber nur von Wasser kann sie halt nicht leben. Die braucht auch Nährstoffe aus dem Boden. Dann kann man halt entweder gucken, lässt man die wie die ist und düngt die irgendwie auf. Bin ich kein Fan von, habe ich auch nicht viel Erfahrung von. Deswegen ist meine Devise, neuer Topf, neue Erde. Ich gucke, was benötigt die Pflanze für Erde. Hier habe ich jetzt ganz normale, handelsübliche Pflanzenerde genommen. Ich achte immer darauf, dass die torffrei ist. Aus dem Grund, weil Torf wird halt aus Mooren gewonnen. Und daraufhin werden halt die Moore auf der Welt weniger. Was nicht gut ist für Insekten und heimische Tierarten und so weiter. Sumpfpflanzen, Moorpflanzen und so weiter. Deswegen gucke ich halt, also die Pflanzen benötigen diesen Torf nicht unbedingt. Und von daher achte ich dann da halt drauf, dass ich torffreie Erde kaufe. Genau. Ja, das ist das Video dazu. Lernt eure Pflanze in irgendeiner Art und Weise irgendwie kennen. Ich meine, wenn ihr jetzt jemanden nach Hause lasst oder wenn ihr mal bei jemandem die Blumen gegossen habt, wenn derjenige im Urlaub war oder auf Fortbildung oder wo auch immer, dann ist das natürlich so eine Sache, da verlässt man sich auf den Besitzer, der sagt dann, keine Ahnung, gib mal der Yucca einen kleinen Schluck und gib mal der Palme einen großen Schluck. Aber wenn das eure eigenen Pflanzen sind, dann lernt vielleicht die Pflanze zu lesen. Man kann unheimlich viel im Internet recherchieren, auf Google oder hier bei YouTube, aber im Endeffekt muss man halt seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, klar, man kann sich jetzt nach Skalen richten irgendwie, wie viel Milliliter, wie viel Liter, wie viel Siemens und wie viel Mikrosiemens und was weiß ich. Aber das ist halt nicht mein Weg. Aber es könnte ja sein, dass es euer Weg ist. Also tobt euch aus, es gibt kein richtig und kein falsch. Falsch ist es natürlich, wenn die Pflanze dann abnippelt. Aber ich meine, auf meinem Weg sind auch schon Pflanzen kaputt gegangen, weil ich nicht richtig informiert war oder weil ich dachte, ich mache da was ganz Tolles. Aber wenn man meint, man macht was ganz Tolles, dann pflegt man manchmal so viel, dass man halt kaputt pflegt. Und das kann halt auch passieren. Naja, das war's jetzt von dem Video. Ich habe jetzt lang genug gequasselt. Wenn ihr irgendwelche Infos oder Anregungen habt oder irgendwelche Wünsche zu irgendwelchen Pflanzen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst es mich wissen. Checkt mein Instagram-Profil ab, da gibt es dann auch Updates über die Pflanzen, über die Schildkröten, über Gartengärtner und Pflanzen. Und in dem Sinne, folgt mir hier, abonniert den Kanal kostenlos, folgt mir auf Instagram, Facebook und TikTok. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr bis hierhin gesehen habt, dann schreibt mal Hashtag bis zum bitteren Ende. Ich danke euch vielmals. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Benz Oase, Flora und Fauna. Auf Wiedersehen. Tschüss.